Machen wir mal was anderes, was nicht ganz so aktuell politisch ist. Setzen wir uns mal mit dem meistgesuchten Hacker der Welt auseinander. Klingt das nach was? Ja. Das FBI schreibt regelmäßig Belohnungen aus für Informationen, die zur Ergreifung besonders gefährlicher Krimineller beitragen können. Für Tipps zu den größten Staatsfeinden der USA bietet die Behörde mehrere Millionen US-Dollar. Auf diesen Listen stehen Terrororganisationen und ihre Anführer. Doch letztes Jahr hat das FBI ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar auf eine ganz andere Gruppierung ausgeschrieben. Eine Gruppe, von der du... Also wie gesagt, wenn ihr mir bzw. der Community dabei helfen wollt, nachher noch eine Burg zu errichten, sobald wir die Freigabe der R-Plays Deutschland Community bekommen haben, das dann zu machen, dann könnt ihr unserem Discord beitreten und in die R-Plays Gruppe eintreten und dann wird es organisiert. Du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Conti. Conti ist die wahrscheinlich größte Erpresserorganisation im digitalen Raum, die wir bisher gesehen haben. Eine Organisation, die sich aufgebaut hat wie ein Konzern des Bösen. Ein Konzern des Bösen! Konzern des Bösen hatte Angestellte, Teamleiter und einen mysteriösen Chef ganz oben an der Spitze, der seit über einem Jahrzehnt Raubzüge im Internet orchestriert. Dieser Konzern hat über 1000 Unternehmen und er sitzt in Russland. Na, meine Güte, das überrascht mich irgendwie gar nicht. Und kritische Infrastrukturen angegriffen. Auch in Deutschland. Insgesamt hat Conti mindestens 2 Milliarden US-Dollar erbeutet. Tja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Staat zusammenhängt vielleicht. Vielleicht sogar noch viel mehr. Wenn man sich das mal vorstellt, wäre eine Bande durchs Land gezogen und hätte jede Bank und jede Firma erfolgreich erpresst, die es hier so gibt. Die Straßen wären voller Polizei gewesen und SEK. Ja, aber das Internet ist ja dummerweise Neuland. Ach, da ist was passiert. Naja, da können wir nichts machen. Hätten Sie mal besser aufpassen müssen. Schau im Internet. Conti kommt jahrelang völlig ungestraft mit seinen Raubzügen davon. Ermittler auf der ganzen Welt sind völlig chancenlos. Nicht zuletzt, weil alle Spuren nach Russland führen. Krass, Simplicissimus arbeitet jetzt mit der Zeit zusammen. Krass, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Sehr neidisch. Um genau zu sein. Lest euch den Artikel sehr gerne im Anschluss durch. Hello, this is a free call from Paula, Mahoning County Justice Center. Diese Ansage hören Kai Biermann und Carsten Polke-Majewski aus dem Zeit-Investigativ-Team jedes Mal, wenn sie über Wochen etliche Male mit Alla Witte telefonieren. Sie erzählt den Journalisten letztes Jahr ihre Geschichte. Manchmal ist das Gespräch nur ein paar Sätze lang, bevor die Leitung wieder zusammenbricht. Denn sie sitzt... Bezüglich dieser ganzen Rammstein-Thematik habe ich ja ein, zwei Mal mit dem Spiegel telefoniert. Und die haben mir zu verstehen gegeben, dass das ja nicht so funktioniert in so großen Unternehmen. Ne? Dass man da einfach eine Kooperation macht oder so. Also ich kann natürlich gerne alle meine Quellen abliefern. Sie können mich natürlich auch nicht erwähnen, ne? Also es geht ja gar nicht. Aber sie würden das dann einfach übernehmen. Das so, was? Und am Ende kam dann dieser Artikel bei raus, der jetzt zu Recht nicht so stehen bleiben darf, weil er echt über das Ziel hinausgeschossen ist und an einigen Stellen vielleicht ein bisschen sauberer hätte bearbeitet werden sollen. Ich meine, ich habe keine Abmahnung bekommen. Just saying. Deswegen Props an Simplicissimus für die Kooperation. Finde ich geil. Bei anderen ist es offensichtlich nicht möglich. Seit 2 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA. Alla Witte ist eine Russin, 57 Jahre alt, bald 58, die aus Rostov stammt und schon in den 80er Jahren nach Riga gegangen ist. Und in Riga hat sie Mathematik studiert. Und anschließend ist Alla Witte dort Programmiererin gewesen und hat ein relativ einfaches Leben geführt. Witte hat über die Jahre schon in mehreren Ländern gelebt und als einfache Programmiererin gearbeitet. In den Niederlanden hat sie zum Beispiel Websites für Ärzte oder Bauunternehmen programmiert. Zuletzt lebt Witte in Suriname, einem kleinen Land in Südamerika. Ihr Visum läuft ab und eines Tages soll sie plötzlich ausgewiesen werden. Ihr wird ein Flug nach Europa gebucht, über Miami.
Am Flughafen in den USA warten Ermittler des FBI auf Witte und verhaften sie. Ihre Ausweisung war eine groß angelegte Falle der amerikanischen Behörden. Warum betreibt das FBI so viel Aufwand für eine einzelne Person? Für die amerikanischen Behörden ist Alla Witte sowas wie eine Hacker-Queen. Die gefährlichste Person, die man sich vorstellen kann. Denn Alla Witte soll für Conti arbeiten. Das Geschäft von Conti ist Ransomware im ganz, ganz großen Stil. Bei Ransomware-Angriffen wird eine Schadsoftware zum Beispiel in die IT-Systeme von Unternehmen eingeschleust. Bei dem Angriff verschlüsseln die Hacker wesentliche Teile der Systeme und Daten und machen sie so nutzlos. Nur wer ein Lösegeld zahlt, bekommt den Decryption Key und kriegt seine Daten zurück. Solche Angriffe können Konzerne über Wochen komplett lahmlegen und sie sogar gänzlich in den Ruin treiben. Große Unternehmen überweisen den Erpressern deshalb in ihrer Verzweiflung teils Millionen in Krypto. Die Erpresser machen oft zusätzlich Druck, indem sie sensible Daten und interne Dokumente der Unternehmen klauen. Die besorgen sie sich, während sie in die Systeme eindringen, um alles zu verschlüsseln. Dann drohen sie mit der Veröffentlichung der Unternehmensgeheimnisse, wenn kein Lösegeld bezahlt wird. Conti veröffentlicht auch immer wieder eiskalt interne Daten im eigenen Blog im Darknet. Hier prahlen sie auch mit ihren Opfern und machen sich über sie lustig. Conti erpresst erfolgreich Großkonzerne wie den japanischen Elektronikhersteller JVC Kenwood, den IoT-Giganten Advantech oder auch Delta Electronics, einen wichtigen Lieferanten von Apple und Tesla. Alla Witte ist nicht das Mastermind hinter diesen Angriffen. Nach ihrer Festnahme macht Conti einfach weiter wie gewohnt. Sie ist wahrscheinlich nur ein kleines Zahnrad in einer riesigen kriminellen Maschinerie. Die hatten Managementstrukturen, die hatten Hierarchien, sie hatten angemietete Büros, in denen Programmierer saßen. Stell dir mal vor, du arbeitest in einer der größten Hackerbuden, die Milliarden mit kriminellen Ransomware-Anschlägen macht im mittleren Management. Das klingt völlig verrückt. Jeden Morgen zur Arbeit gingen, ihre Arbeit erledigten und nach 8 Stunden wieder nach Hause gingen. Sie haben über verschiedene Plattformen, über kriminelle und auch nicht kriminelle Menschen rekrutiert für ihre Arbeit und funktionierten wie ein Konzern. Es herrscht strikte Arbeitsteilung. Manche kümmern sich um die Hacks der Unternehmen, andere um die hauseigene Conti-Ransomware. Wieder andere führen die Verhandlungen mit den Opfern. Es gab ein CEO, Stern. Es gab ein Management, eine Führungsebene. Es gab ein mittleres Management. Es gab Teamleiter, die einfachen Programmierer angeleitet haben. Es gab den ganz klassischen Druck. Ihr müsst schneller sein, ihr müsst mehr arbeiten, seid nicht so faul. Es gab Gespräche über ganz normale Dinge, weil dort saßen ganz normale Leute und haben in ihren Augen einen ganz normalen Job gemacht. Aber Moment. Woher wissen die Journalisten so viel über eine Organisation, an der sich Ermittler auf der ganzen Welt über Jahre die Zähne ausgebissen haben? Februar 2022. Alla Witte sitzt seit fast einem Jahr im Gefängnis. Auf der Programmiererplattform GitHub werden auf einen Schlag über 200.000 Chatnachrichten veröffentlicht. Alle auf Russisch. Der Inhalt ist bahnbrechend. Es ist die interne Kommunikation des Conti-Teams. Ach du Scheiße, naja gut. Betrüger unter sich, wenn die Betrüger betrügen. Seit 2020. Der Zeitpunkt des Leaks ist kein Zufall. Dazu später mehr. Kai Carsten und ihre Kollegen machen sich jedenfalls umgehend an die Arbeit. Sie übersetzen etliche Nachrichten und werten sie aus. So können sie einzelne Personen und ihre... Das ist die Inkontinenz des Datenleck. Haha, fantastisch. Ey, ohne Witz. Ihre Funktion bei Conti klar identifizieren. Ganz unten in der Hierarchie sind normale Angestellte wie Witte. Sie wurde von Leuten wie mich... Deadman Switch. Quasi, wenn man ein Jahr sich dann nicht drum kümmert, wird dann irgendwas freigeschaltet und weil sie im Knast saß, ist das automatisch passiert quasi. Kail, genannt Mango, eingestellt. Mango ist einer, der als Personalmanager aufgetreten ist, würde man hier sagen. Das heißt, der hat Gespräche geführt mit Leuten, die für Conti arbeiten wollten. Der hat Leute zugeordnet und hat sie eingesetzt und hat auch in gewisser Weise sich darum gekümmert, wie die arbeiten und wie sie bezahlt werden. Witte hat bei Conti vor allem Programme und Benutzeroberflächen programmiert. Ihre Aufgaben hat sie von Vorgesetzten wie Oleg K. bekommen.
Ihn nennen alle nur Gabre. Ich finde das tatsächlich ziemlich süß, weil ich es gerade sehe, dass auf Our Place gerade ganz Europa nachgebaut ist und Mallorca ist einfach deutsch. Ja. Es ist aber nicht so lustig, dass die Türkei hier scheinbar Griechenland platt gemacht hat. Also ich finde, dagegen müsste man mal vorgehen. Hm? Bulgarien und Ungarn auch und Albanien. Da hat man wohl osmanische Großmachtfantasien am Laufen. Ist einer, der quasi ein Team geleitet hat. Das heißt, er war auf der technischen Ebene unterwegs, hat eine Art Entwicklerteam geleitet und hat dort einzelne Aufgaben betreut, Leuten auch Jobs zugewiesen. In einem Chat zwischen Mango und dem Conti-Boss Stern geht es auch um Wittes Festnahme. Zu Allah, ich habe Kontakte über Verwandte gefunden. Wir werden versuchen, sie als Opfer darzustellen. Sie hat einen Job im Internet bekommen, sie wusste nicht, was sie tat und mit wem sie arbeitete. Wenn die Jungs uns nicht im Stich lassen, holen wir sie raus und sorgen dafür, dass sie möglichst wenig bekommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Am Ende ist nichts passiert. NATO-Bündnisfall im R-Place. Ich finde schon, also ihr könnt da ruhig mal dem osmanischen Ansturm etwas entgegenhalten, falls ihr gerade irgendwie was mit euren Pixeln machen wollt. Und überfallt nicht wieder Polen. Scheint so, als ob da einige immer mal wieder Polen überfallen hier. Das wird natürlich nicht akzeptiert. Sie wird offensichtlich von Conti im Stich gelassen. Die Chats zeigen noch mehr. Wie wahnsinnig skrupellos die Gruppe wirklich ist. Oktober 2020. In Deutschland wird nach dem ersten Sommer mit Corona der Lockdown Light angekündigt. Kinos, Fitnessstudios und Clubs machen dicht. Restaurants dürfen essen. Überfallt nicht wieder Polen, muss man Deutschland immer mal wieder sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass Polen mittlerweile aufgerüstet genug ist, auch zivil, um uns einfach zu überfallen. Notogau ausgeben. Die USA sind schon mitten in der dritten Corona-Welle. Mehr als 200.000 Menschen sind bereits gestorben. Die amerikanischen Krankenhäuser sind hoffnungslos überlastet. Für Conti die perfekte Gelegenheit, Hunderte von ihnen zu erpressen. Du siehst, wie schnell die Krankenhäuser schreiben. Bei den anderen dauert es Tage, bis man eine Antwort erhält. Das Büro erstellt gerade einen Bericht darüber, wie viele Ist das übel? Wie perfide ist das denn? In akuter Bedrohungslage einfach Krankenhäuser erpressen, wie krank. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in den USA heute angegriffen werden. Als Antwort kriegt er ein Smiley. Lass uns diese Woche Krankenhäuser in den USA f***en. Das wird Panik geben, 428 Krankenhäuser. Für Conti sind die US-Krankenhäuser ein ideales Ziel. Ist das krank? Gerade für sie ist es extrem wichtig, so schnell wie nur möglich wieder an ihre gesperrten Daten zu kommen. Wenn ein System nicht mehr funktioniert und die Ärzte und das Pflegepersonal nicht mehr auf die Krankenakte zugreifen können, dann wissen sie vielleicht im Detail nicht mehr, welche Medikamente gegeben wurden, welche gegeben werden müssen, wie der Krankheitsverlauf schon war, was geplant ist für den nächsten Schritt, was nach dem Schichtwechsel zu tun ist. Das heißt, so ein Krankenhaus ist sehr schnell unter massivem Druck und einfach nicht mehr handlungsfähig. Conti schreckt vor wirklich nichts zurück. 2021 greifen sie das gesamte irische Gesundheitswesen an. Das ist quasi eine ganz normale Strategie von denen, die sie regelmäßig fahren. Neben Krankenhäusern erpresst Conti in den USA erfolgreich zahlreiche Lokalregierungen. Krass. Die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden erklären Conti zu einer der größten Gefahren für die innere Sicherheit der USA. Ach du Scheiße. Da fragt man sich, wer legt sich so schamlos mit dem mächtigsten Land der Welt an? Nein, wer wohl? Hm? Hat natürlich gar nichts mit der russische Regierung zu tun. Um das zu verstehen, müssen wir kurz in die Vergangenheit reisen. Die Geschichte fing auch für uns an mit einem jungen Russen, der sich selber Slavik nannte. Der hat in jungen Jahren, er war Anfang 20, ein Programm geschrieben, um sich von Leuten überall auf der Welt Kontodaten zu erschleichen. Das ist 2007. Slaviks echter Name ist Jewgeni Bogatschow und sein Programm heißt Zeus. Sowjetunion. Ja, die Sowjetunion. Wie im letzten Video gelernt. Die ist ja nie untergegangen. Zeus ist ein brillanter Trojaner. Sobald er sich in einem Rechner einnistet, macht er erstmal gar nichts. Aber immer wenn jemand an diesem Rechner seine Kontodaten aufrief und eingab, dann hat dieses kleine Programm die mitgeschnitten und hat sie an Slavik geschickt. Und der konnte sie anschließend nutzen, um sich in dieses Konto einzuloggen und es leer zu räumen. Slavik hat eine Idee, wie er mit Zeus noch mehr verdienen kann. Der Trick, der das Ganze zu einer weltweiten Epidemie machte, war, dass Slavik dieses Programm vermietet hat.
Er hat es über kriminelle Ach du Scheiße. Ein Hacking-Franchise. Ach du Scheiße. Foren beworben und dann konnte man sich das von ihm runterladen, wenn man ihm dafür eine Gebühr zahlte. Und so führte es dazu, dass in relativ kurzer Zeit weltweit Millionen Rechner damit angegriffen wurden und Slavik viel Geld verdiente. Doch Slavik zieht das nicht alleine durch. Er hat ein Team, den sogenannten Business Club. Einer seiner engsten Mitarbeiter ist schlecht dargestellt, sachlich inkorrekt. Krampfapfel? Weiß ich nicht. Was ist dein Kritikpunkt? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe davon null Ahnung. Und rechte Hand ist niemand Geringeres als Stern. Das Mastermind. Zeus ist es doch so ein uralter Grieche, der alles und jeden knallt, oder nicht? Na, alter weißer Mann, ne? Das später Conti gründen wird. Wir wissen leider nicht genau, wann die Beziehung dieser beiden Russen begann. Wir wissen, dass sie zu einer Zeit, als Slavik mit Zeus Geld verdiente, sich kennenlernten und anfingen zusammenzuarbeiten. Sie optimieren Zeus immer weiter. Sobald sich Rechner mit Zeus infizieren, sollen sie vom Nutzer unbemerkt wiederum eigenständig weitere Rechner infizieren. Und immer so weiter. So eine digitale Zombie-Armee nennt man Botnets. In diesem Fall ein Botnetz für das Stehlen von Kontodaten. Dadurch kann man durchaus sagen, dass das so der erste flächendeckende Bankraub war, der die Welt betraf. Die waren Weltmarktführer, ja, mit ihrem kriminellen Startup in ihrer kleinen Nische. Slavik, Stern und der Business Club verdienen mit Zeus Millionen. Das FBI hat Slavik damals zum meistgesuchten Hacker der Welt erklärt. Für ihn sind bis heute 3 Millionen Dollar Belohnung ausgeschrieben. Doch Slavik ist nie untergetaucht. Das wird ja ein sehr geringer Preis sein für das, was er damit verdient hat. Taucht. Er dreht weiter. Ein Schneeballsystem, das alleine die Schneebälle wirft, ja. Ganz entspannt Runden mit seiner Yacht auf dem Schwarzen Meer und dokumentiert sein unbeschwertes, luxuriöses Leben. Scheinbar völlig ohne Angst davor, gefasst und ausgeliefert zu werden. Russland macht's möglich, ja. Kriminelle aller Länder, vereinigt euch in Russland. Polizeibehörden gelingt es parallel immerhin immer wieder, das Zeus-Botnetz zu stören. Doch die kriminellen Entwickler bringen schneller Upgrades heraus, als die Behörden hinterherkommen. Eines dieser Upgrades ist Game Over Zeus. Genau diese Version des Trojaners liefert 2011 eine mögliche Antwort, warum Slavik sich so sicher fühlt. Forscher, die dieses Programm analysiert haben, konnten sehen, dass es offensichtlich dazu benutzt wurde, zu spionieren. Diese Forscher entdeckten zum Beispiel, dass innerhalb von Game Over Zeus Schlagworte gesucht wurden. Dass also irgendwer, der das kontrollieren konnte, nach ganz spezifischen Begriffen suchte und diese Begriffe dienten dazu, geheime Dokumente zu erlangen. Aus der Türkei, aus Syrien, auch aus der Ukraine. Offenbar also gab es irgendwen mit staatlichem Interesse, der es für Spionage nutzt. Überraschung. In Russland. Wieso wird er sich denn dort so gemütlich zurückziehen können? Wir haben es doch oft genug gehört, wie bei V-Kontakte, war es da auch so, dass irgendwann der FSB klopft und sagt, coole Sache, die wir da haben, wäre schade, wenn sie das nicht in Dienst des von Mütterchen Russland stellen würden, oder? Und die Fenster sind gerade so weit offen. Ah. Geheime Dokumente also aus Syrien, der Ukraine. Alles sehr wertvoll für das russische Regime. Es gibt keine eindeutigen Beweise, dass ein russischer Geheimdienst den Trojaner benutzt hat. Aber klar ist, die kannten diese Leute und die kennen diese Leute. In Russland passiert nichts in dieser kriminellen Szene, ohne dass der Staat es weiß. Sorry, aber bei organisierter russischer Kriminalität braucht man da wirklich den eindeutigen Beweis, wenn ein solches Unternehmen in Russland sitzt, alle anderen Länder angreift und dann auch noch staatlich, ne, oder relevante Daten für einen, also für einen Staat, für Russland relevante Daten sammelt nebenbei. Diese Menschen, die diese Fähigkeiten haben, UdSSR, Entschuldigung, ja, es ist immer noch die Sowjetunion. Software zu programmieren, werden sehr genau beobachtet. Der Deal ist nur in Russland, solange du dem Westen schadest und Russland in Ruhe lässt, kannst du das gerne tun. Und der FSB und der GRU und andere Geheimdienste haben überhaupt kein Problem damit, wenn du dabei Millionär wirst. Deshalb konnte Slavik wahrscheinlich ungestört seine digitalen Raubzüge durchziehen. Er hat sich 2011 anscheinend dennoch zur Ruhe gesetzt und als Abschiedsgeschenk den vollständigen Quellcode von Zeus ins Netz gestellt. Ich weiß, es ist für uns alle die sechste Stunde. Er wurde bis heute nicht gefasst. Das Game Over Zeus Botnetz wurde 2014 von US-Behörden zerschlagen. Na nice!
Ich meine, schon 12 Jahre Ruhestand als Multimillionär in Russland, ohne getötet zu werden von irgendjemandem. Der muss schon einiges sehr richtig gemacht haben. Für Stern ist das alles noch mehr Ansporn. Stern ist offensichtlich ein Mensch, der mehr wollte, als nur ein paar private Nutzer abzuzocken. Der wirklich reich werden wollte. Und er hat darauf gedrängt, dass diese Kontodaten-Klau-Software ausgebaut wird. Ich finde es übrigens interessant, ich habe jetzt tatsächlich nach wie vor diese Europakarte im Blick. Ich finde es interessant, dass sowohl Barcelona als auch das Baskenland beispielsweise ihre eigenen Fahnen hier durchsetzen. Und Großbritannien ist generell in Stücke geschlagen. Und es scheint tatsächlich einen Krieg an der polnischen und an der französischen Grenze zu Deutschland zu geben. Was zum Arsch. Lustig, wie Nationalismus und solche Geschichten dort einfach versteckt werden können und irgendwie lustig sein sollen. Weil es ja Reddit ist, weil es ja Kunst ist. Stärker verbreitet wird, dass sie mächtiger wird, dass sie mehr kann, dass damit noch mehr Leute angegriffen werden können. Stern verbessert Slaviks System. Das Gemälde rechts daneben ist natürlich fantastisch. Da sehen wir einfach Caspar David Friedrichs über dem Wolkenmeer. Er räumt nicht mehr nur die Konten von Privatleuten leer, sondern auch von Unternehmen. 2015 klaut er zum Beispiel 5 Millionen Dollar von einem Konto, mit dem die Fluggesellschaft Ryanair ihren Sprit bezahlt. Doch dann hat er die Idee. Warum jedes Konto einzeln leer räumen, wenn man die Unternehmen auch zwingen kann, das Geld selbst zu überweisen? So entsteht Conti. Ein Konzern, der sich nur auf westliche Ziele konzentriert und nur im Westen wütet. Die Conti Schadsoftware hat einen ganz besonderen Schutz integriert. Entdeckte Conti eine russische Tastatureinstellung, hat es sich abgeschaltet. Von selbst. Hat jemand in den Lösegeldverhandlungen, die man mit der Gruppe führte, auf Russisch geschrieben und sie kamen dahinter, dass dort Russen sitzen, haben sie sofort die Rechner freigeschaltet, sich entschuldigt und sind gegangen. Nur so ist Conti in der Lage, so groß zu werden und ungestört von Büros in St. Petersburg aus Verbrechen zu begehen. Scheiße. Die USA können nur mit unglaublichem Aufwand kleine Fische wie Alawite ins Netz locken. Die Köpfe an der Spitze kriegen sie aber nicht. Die Organisation ist wie zuvor Slaviks Business Club unter dem Schutz. Was ich mich frage ist, gibt es denn von westlicher Seite ähnliche Schläge gegen Russland? Oder macht man das einfach nicht bei uns? Des russischen Staates nahezu unangreifbar. Ein Win-Win für die Verbrecher und für das Regime, das seine erklärten Feinde geschwächt sehen will. Die gewählte Föderationsversammlung von Russland hat dieses Jahr sogar diskutiert, Kriminellen ganz offen Immunität zu gewähren, wenn sie im Interesse des russischen Staates hacken. Vor allen Dingen ist das Krieg. Ihr könnt mir doch nicht erklären, dass das keine kriegerische Handlung ist. Letztlich zerbricht Conti dennoch. Ironischerweise wird der Hacker-Mafia genau ihre Treue zu Russland zum Verhängnis. Es ist der 24. Februar 2022. Russland fällt in die Ukraine ein. Nur wenige Stunden nach Kriegsbeginn werden die 200.000 internen Nachrichten von Conti geleakt. Sie legen die vollständige Struktur des Hackerkonzerns offen. Conti hat sich öffentlich für den Krieg ausgesprochen. Die haben auf ihrem Blog einen Post veröffentlicht und gesagt, wir kämpfen an der Seite Russlands gegen die Ukraine. Und das wird ihnen zum Verhängnis. Das ist der Grund, warum dann ein Leak passiert, nachdem die über Jahre Milliarden an Geldern gestohlen haben. Was offenbar dazu führte, dass andere Menschen aus dieser Szene, die Ukrainer waren, das Gefühl hatten, das ist nicht mehr ihre kriminelle Gruppe. Stern ahnt zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon, dass er damit den Bogen überspannt. Er wird vor allem ukrainische Conti-Mitglieder gegen sich aufbringen. Ah, verstehe. Vielleicht ist es ihm aber auch wegen vorangegangenen kleineren Leaks zu heiß geworden. So oder so erreicht die Conti-Mitarbeiter schon 3 Tage vor Kriegsbeginn diese Nachricht. Wir haben eine schwierige Situation. Zu viel Aufmerksamkeit von außen auf das Unternehmen hat dazu geführt, dass der Boss offenbar beschlossen hat, sich zurückzuziehen. Stern ist... Aha, er wusste also schon, was kommt. Sehr interessant. ...ist untergetaucht. Alle Mitarbeiter sollen Urlaub nehmen und ihre Spuren im Netz verwischen. Doch damit ist bei Conti nicht komplett das Licht aus. Im April starten Mitglieder einen Angriff auf ein ganzes Land.
auf Costa Rica. Direkt nach der Präsidentschaftswahl sind etliche Behörden und Ministerien aufgrund der Angriffe arbeitsunfähig. Das Land muss den Cybernotstand ausrufen. Die Gruppe will unbedingt den Anschein wahren, weiter aktiv zu sein. In Wirklichkeit erhalten sie seit Kriegsbeginn wohl keine Zahlungen mehr. Viele westliche Unternehmen riskieren es lieber, kein Lösegeld an Conti zu bezahlen, als die umfassenden Sanktionen gegen Russland. Stimmt, das kommt ja auch hinzu. Das würde sie ja in noch schwierigere Probleme stürzen. Land zu verletzen. Wenn sie das Geld dann überweisen, auch wenn es erpresserisch überhaupt erst aufgerufen wird. Conti veröffentlicht also einfach ältere Angriffe in ihrem Blog. Im Mai 2022 gibt es schließlich nur noch eine Handvoll Posts. Im Juni geht der Blog vollständig offline. Die Conti-Führung soll diese Zeit nach Kriegsbeginn genutzt haben, um sich neu aufzustellen. Doch der Name Conti ist verbrannt. Die Idee des großen zentralen Konzerns wird aufgegeben. Die Mitglieder teilen sich mutmaßlich in... Also hat man sie nicht bekommen und sie arbeiten einfach an anderen Front weiter. Kleinere kriminelle Gruppen auf. Die arbeiten zwar dezentral, können sich für größere Operationen aber zusammenschließen. Auch im Ukraine-Krieg sollen sich ehemalige Conti-Mitglieder an Cyberangriffen beteiligen. Vielleicht sogar im direkten Dienst des russischen Staates. Neben aller Witte ist nur ein weiterer kleiner Angestellter von Conti in einem US-Gefängnis gelandet. Von Stern fehlt bis heute jede Spur. Auch die Beute ist weg. 65.000 Bitcoin. Bei Contis Rückzug waren diese deutlich über 2 Milliarden US-Dollar wert. Es gibt Dutzende dieser Gruppen, die solche Ransomware versuchen zu verteilen. Das sind nicht einfach so ein paar Leute, die miteinander reden und ein paar böse Programme geschrieben haben, sondern man kann sehen, dass es richtig eine Struktur gibt. Diese Bedrohung durch diese Gruppen ist so groß, dass Sicherheitsbehörden und Strafverfolger sagen, wir fürchten, wenn wir nicht gezielt und konzentriert und alle zusammen etwas dagegen tun, dann kann es zu einem Punkt führen, an dem solche Gruppen in der Lage sind, unsere Infrastruktur lahmzulegen, und zwar auf eine Art, die uns wirklich schädigen wird. Ransomware-Angriffe stellen... Ja, das ist ja keine Vorstellung von einer Zukunft, die in der weiten Ferne liegt. Eine der größten Cyberbedrohungen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft dar. So schreibt es das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2 von 3 mittelgroßen Unternehmen aus 31 Ländern waren 2021 laut einer großen Umfrage von Ransomware betroffen. Seit Jahren werden es immer mehr Attacken. Die meisten kommen aus Russland. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Ransomware nicht nur so weit verbreitet ist, weil es viel Geld einbringt. Es ist auch ein Kampf gegen den Westen. Russland generell muss der Stecker gezogen werden. Besser müssen sich auch nicht wirklich vor Solange dieser Staat ein Verbrechersyndikat ist, können da Dinge passieren, ohne dass irgendjemand etwas dagegen unternehmen kann. Konsequenzen fürchten, denn ein verbrecherisches Regime hält... Keine Sorge, das Internet ist sowieso nichts, was sich durchsetzen wird, das nur Panik mache, wie der Klimawandel. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon, man müsste wirklich ernsthaft drüber nachdenken, wie man in Zukunft damit umgeht. Dann muss man sich keine Gedanken machen. Schützend die Hand über sie. Man muss sich das mal klar machen. Wenn ein deutscher Mittelständler kollabiert, weil er das Lösegeld für die eigenen Daten nicht zahlen kann, ist das ohne Übertreibung auch das Resultat jahrelanger russischer Aggression. Das ist ein Wirtschaftskrieg, nichts anderes. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt mal was ohne Politik. Hat ja sehr gut funktioniert. Hat ja mal wieder sehr gut funktioniert. Politik ist immer, da hast du recht. Das ist vielleicht das Wort zum Sonntag. Politik ist immer. Und deswegen sind wir hier und sprechen sehr viel über Politik, meine Lieben.